Hallo. Na? Ja. Also du lässt ernsthaft noch Tab Titans weiterhin an. Ja, natürlich. Ich habe dem Jan ein Spiel gezeigt und das hätte ich ihm niemals zeigen dürfen. Ja, das war ein großer Fehler. Ja, aber kommen wir zu. Was machen wir heute? Jan ist schon 2 Tage hier. Wir haben schon so einen Horrorstream gemacht am Donnerstag. Gestern waren wir bei meinem Bruder. Und danach noch was trinken. Gestern haben wir uns übrigens super gesund ernährt. Ja, Jan hat sehr. morgens ein Schnitzelbrötchen gegessen. Dann gab es einen dicken Burger. So einen richtig dicken Burger. So 200 Gramm Fleisch und nochmal Ja, richtig schön kommt Nackensteak hin. obendrauf. Und dann, was gab es dann? Subway. Auch richtig geil. Und abends dann noch ein Döner. Ja, nachts um Also drei. nachts um 3, ja. Also war richtig geil. Ja, wir waren abends noch was trinken kurz im Zentro. Ich bin ja gerade in Oberhausen. Wie ihr seht, weil wir ja auch meinen Bruder besucht haben. Und heute geht's zu Annie, ein Streamer, den ich ja, weiß nicht, vielleicht kennt ihr den, den habe ich letztens gehostet. Den habe ich auf der Gamescom kennengelernt. Der ist ein ziemlich korrekter Dude, warte mal. So viel Okay. ins Gerotz. Ja, ich dachte. Und ja, wir werden mal gucken, was wir da so machen. Wir werden euch heute mal mitnehmen. Ich werde vorher nochmal meine neuen Schuhe abholen, weil die sind gekommen. Aber ja, Jan und ich haben noch gepennt oder keine Ahnung, die Klingel hat nicht funktioniert. Irgendwas war da. Und dementsprechend, ja. Muss ich die heute nochmal abholen. Und danach geht es dann ab zu Annie. Und heute Abend werden wir was trinken oder so, ne? Joa, Ja. mal so ein bisschen rumzeigen. Wir sind ja cool, weil wir Alkohol trinken. Ja. Und ja, hier schon mal ein Hinweis. Wir werden morgen oder heute, wenn ihr das seht, das Video heute um ca. 19 Uhr. Ich denke mal, der genaue Termin wird dann nochmal in der Beschreibung stehen. Da haben wir uns ein bisschen mehr Gedanken dazu gemacht. Werden wir nochmal so einen Horror-Stream machen. Das heißt, Jan und ich hocken wieder vor der Kamera mit einem Greenscreen und spielen Horror-Games. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt für coole Horror-Games, dann schreibt die einfach rein. Und dann werden wir uns die mal angucken. Wir haben schon so ein übel krasses Horror-Game am Donnerstag gezockt. Wer den Stream nicht gesehen hat, der kann den unter frühere Übertragungen sich anschauen. So ein paar Highlights. Der war übel sick, also keine Ahnung, wir haben uns übelst eingeschissen. Jan und ich haben sowieso immer so mega Schiss. Und ja, wir werden mal gucken, was wir so zocken. Ich denke mal, der Stream wird so 18, 19 Uhr anfangen und wir werden so auf jeden Fall bis 12 Uhr mindestens machen. Ja. Also, wir werden auf jeden Fall einige Games zocken, wenn ihr was habt. Bitte kein Outlast und ja, Outlast wollen wir nicht spielen, ne? Das Nee. haben wir ja schon, kennen wir ja schon in- und auswendig und so. Evil Within lohnt sich auch nicht, Evil weil, Within lohnt sich ne? nicht. Ist Also jetzt nicht irgendwas, so was so gut. richtig geile Jumpscares hat, Leute, ne? Damit ihr euch auch mit erschreckt und wir natürlich. Und wir haben dann noch so einen schicken Donations-Alert reingemacht letztes Mal. Den lassen wir wahrscheinlich auch drin, der war sehr lustig. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich nachher, wenn ich meine Schuhe holen gehe. Also bis gleich. So, Boys. Es sind jetzt knapp 2 Stunden vergangen. Und ja, ich zeig's euch einfach, würde ich sagen. Tja. Ja, der Jan hat keine Penn. Hobbys mehr. Jan spielt jetzt auch kein League mehr, sondern der streamt jetzt Tab Titans. Und Wow. ja, ich habe ja gesagt, ich muss meine Schuhe abholen. Das habe ich jetzt gemacht und ich zeige euch die einfach mal. Ich habe mir die nämlich gerade gekauft. Ich habe mir die gekauft schon länger. Ich habe mir die nicht bestellen lassen, weil ich hatte schon Schuhe, Vans, aber die waren kaputt. Und jetzt habe ich mir neue geholt von Lacoste. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich hatte eigentlich immer sehr hohe Schuhe, aber jetzt habe ich mir mal ein bisschen flachere geholt. Und ja, Profi. Und ja, mal gucken, ob die jetzt ein bisschen länger halten. Ich bin gespannt. Und ja, sieht wie folgt aus. Wir gehen jetzt gleich, denke ich mal, nochmal ins Zentro. Werden nochmal ein bisschen was schnabulieren. Was Gesundes natürlich, ne, wie gestern. Und ja, dann gucken wir mal. Ne? Wetter ist gut. Heute soll warm werden, sagt. 30 Grad soll heute werden. Ey, das wird übel. Und ja, wir gucken mal. Und ich denke mal, wir sehen uns dann entweder, wenn wir auf dem Weg sind, zum Zentro. Oder im Zentrum vielleicht selber. Vielleicht filmt dann der Jan mal oder so. Keine Ahnung. Mal gucken, bis gleich. Ja, ich habe noch was Lustiges gefunden. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Die schönen Bonbons, die ich ja schon so gemocht habe. Und ja, ich glaube, jetzt wird der Jan wird sich mal jetzt einen reinziehen, weil der hat nämlich gesagt, die sind doch bestimmt gar nicht so sauer. Was hast du denn hier so für Geschmacksrichtungen drin? Naja, die Geschmacksrichtung ist ja egal. Hier. Nimm am besten rot, genau, nimm rot. So, jetzt bin ich mal Echt? Ist es gespannt. rot? Ist es wirklich rot? Wieso? Oh Gott, war das für dich grün oder was? Nein, aber Wassermelone. Nice. Das wird witzig. Oh Gott. Die Bonbons sehen halt schon so übelräudig aus, ne? Ja, die sehen schon so.
Alter, die kriegst du gar nicht aus dieser scheiß Verpackung. Das ist ja auch Absicht, damit die kein Kind rauskriegt. Sonst hier. Stirbst du nämlich. Die sehen schon so aus. Wie der Tod. Als wenn die dich killen. Ja, dann zum Wohl, würde ich sagen. Ja. Boah. Boah. Alter, scheiße. Die sind ja richtig sauer. Boah. Vor allem das Schlimme finde ich, bei den Bonbons trocknet dir so der Mund irgendwie aus. Mhm. Das ist so übel komisch. Oh. Alter. Aber. Oh. Wow. Geschmacklos. Es geht nach einer Zeit. Ja, nach einer Zeit geht's. Aber der Anfang ist die Hölle. Die Horror. Oh. Hat mir sogar leicht die Tränen in die Augen getrieben. Das ist echt übertrieben sauer. Also Leute, ne? Nicht nur ich habe mich angestellt. Wir werden, glaube ich, nachher dem Andy werden wir mal so einen Bonbon mitbringen. Und dann werden wir mal den Andy fragen, was der davon hält. Und ja, vielleicht finden wir ja noch ein paar andere Leute, denen wir so einen Bonbon geben können. Vielleicht so ein Kind oder so. Wir gehen ja jetzt noch ins Zentrum. Vielleicht finden wir ein Kind und können dem so einen Bonbon geben. Bis später. Hallo. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt gut versteht. Alter, ich werde hier nass. Wir haben jetzt gerade schnabuliert im Zentrum. Und ihr merkt ja schon, es ist geiles Wetter heute. Jan und ich haben jetzt gerade nochmal schön Essen geholt. Alter, warte mal, ich zeige euch das mal. Ja, deswegen ist die Soundkulisse auch hier so ein bisschen bescheiden, sag ich jetzt mal. Ja, wir haben gerade gegessen, haben uns über ein paar lustige Menschen gewundert im Zentrum, aber das ist ja immer so. Und jetzt werden wir gleich zu Andy aufbrechen, nach Bottrop. Fahren also gleich mit dem Bus, müssen mal gucken, wie wir da hinkommen. Ja, wir schauen mal. Und dann werden wir ein paar lustige Sachen mit Andy machen, keine Ahnung. Ich werde ihm so einen Bonbon andrehen. Und dann werden wir mal gucken, was der Andy sagt. Alter, die rasten aber aus hier! Mein Gott, wie die ausrasten. Weil man kann das vielleicht nicht sehen, aber wir werden jetzt hier gerade auch ein bisschen nass. Und ja, ich denke mal, wir werden uns nochmal aus Bottrop melden. Also sehen wir uns dann gleich. Bis dann. So, Boys, wir sind jetzt hier in Bottrop angekommen. Den Andy haben wir auch im Gepäck. Und ja, wir wollten eigentlich schon ein bisschen mehr filmen, aber wir haben das irgendwie vercheckt. Wir waren, wo waren wir eigentlich? Wir waren Eis essen, habt ihr vielleicht auf Twitter gesehen. Und jetzt waren wir gerade in der Shisha-Bar. Jetzt gehen wir in eine Sushi-Bar. Und werden uns jetzt ordentlich Sushi schnabulieren. Und dann gucken wir mal, was hier noch so geht. Ist schon ein bisschen dunkler geworden, aber das heißt ja noch nichts. Wir haben jetzt, glaube ich, 9 Uhr oder so. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, was es da so Leckeres zu essen gibt. Vielleicht filme ich da mal ein bisschen, mal gucken, weiß ich noch nicht. Und ja, dann sehen wir uns nachher nochmal. Bis dann, haut rein. So Leute, könnt ihr euch noch an den Jan erinnern? Der hat so einen leckeren Bonbon gegessen vorhin. Oder er hat gesagt, heute Morgen. Und der Enni, der sitzt jetzt hier neben mir, der wird natürlich auch nicht verschont. Und der hat sich schon einen genommen. Und ihr habt ja schon Jan gesehen, wie der darauf abgegangen ist. Und ja, Andy, freust du dich schon? Komm, du hast doch Bock. Über unsere Freundschaft echt nochmal nachdenken. Ja, gut, erst bringe ich dich in den Drogenkonsum, ne, und jetzt hier so. Ne? Ja. Gut. Die sind auch, weißt du, übrigens, das Schlimmste finde ich, die sind halt auch so übel schwer aufzumachen. Ja. Da merkst du halt schon, das ist der Tod. Ja. Dazu muss man sagen, der Andy hat keinen Plan, was ihn erwartet. Also, wir haben ihn so ein bisschen vorgewarnt, aber der hat noch nicht gesehen, was die Dinger so anrichten. Okay, ja, also. Okay, es sieht harmlos aus. Ja, es ist nur ein Bonbon. Es sieht aus wie so ein kleines Bonbon. Ja, ist doch schön. Ich bin gespannt. Okay. Wow. Ernsthaft? Nee. Nicht dein Ernst. War schon sauer? Wow. Ist schon sauer. Ich glaube, das ist dein Kommentar. Nee, der Andy ist noch ein bisschen high, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Du findest sie jetzt nicht so super sauer? Ehrlich gesagt, ne, ist schon sauer. Ich finde es ehrlich gesagt angenehm. Vielleicht ändert sich das noch. Angenehm. Aber ihr verarscht, also das Sauer ist schon direkt am Anfang. Ja, ja. Die sind übel sauer. Du verziehst die sofort eigentlich jeden Gesichtsmuskel. Die sind übel, also angenehm. Hast du mal so, was ist das? Blaubeere hast du genommen, ne? Ja. Ja, aber hast du mal Blaubeere auch probiert? Ja, die sind alle gleich schlimm. Ja, komm. Naja, gut. Ja, komm. Oh, guck mal hier. Oh, der Andy nimmt. Oh. Der Andy hat die Eier.
Aber wenn deine Zunge nachher abscheißt, ne? Nimmst du zwei noch? Ja, sicher. Holy shit. Wow. Ja, ihr wisst ja noch, wie meine Zunge danach aussah, ne? Also, ich sag mal so, die ersten gingen einigermaßen, aber da war auch immer noch bei mir so richtig Cancer. Na, halt mal. Jetzt muss ich auch schon deine Bonbons halten, ey. Ja, sei froh, dass es eine Bonbons sind. Wow. Quality Talk. Schön, kannst du ihn trotzdem nachher noch. Wir haben übrigens schöne Vollmondnacht hier. Schön, ne? Wir sitzen hier übrigens vor einer Kirche. Okay. Wer sich wundert. Na, hol dir mal selber raus. Ich pack den nicht aus für dich. Nee? Okay, das ist jetzt zweimal Apfel. Apfel hast du? Ja, ich hatte alle. Okay. Ich musste ja mehrere essen. Die sind nicht sauer. Mm. Oh. Na dann? Ja, es geht. Ey, wie kann man denn da nicht übrigens ausrasten? Also, ihr habt ja schon den Jan gesehen, ne, wie der da durch abgegangen ist. Aber ich bin normalerweise nicht so zimperlich, was sowas angeht. Ne? Ich ja schon, aber bei mir, ne, ihr habt ja gesehen, bei meinem Isaac-Video, wie der Schimmel war. Also ich merke, dass es im Mund so kribbelt, und aber meine Wangen werden nicht mal taub. Ja, gut, nichts Leute, mehr dann, ja, was bleibt mir dazu noch zu sagen? Wir werden jetzt gleich irgendwann nach Hause gehen, wir waren gerade noch mal kurz in der Shisha-Bar und ja, ich denke mal, wir melden uns nochmal, Jan und ich, wenn wir wieder in Oberhausen sind. Weil wir sind gerade noch in Bottrop. Und dann bis gleich. So, Boys, wir sind jetzt zu Hause. Wir haben jetzt kurz vor eins. Sind also heute mal ein bisschen eher zu Hause. Und trotzdem langer Tag. Trotzdem langer Tag. Wir waren heute, glaube ich, seit 2 Uhr unterwegs. Haben eigentlich ganz coole Sachen gemacht. Annie ist ein cooler Dude. Früher. Müssen wir los sein. Um 1 Uhr schon. Wenn wir noch gegessen vorher im Zentrum. Ja, stimmt. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal unten in der Beschreibung checken. Da steht sein Twitch-Kanal drin. Der streamt auch fast jeden Tag sehr viel Verschiedenes. Also nicht nur, also gar kein LOL, aber halt andere Sachen. Könnt ihr mal auschecken, wenn ihr Bock habt. Und ja, hier nochmal der Hinweis. Morgen gibt's, oder heute eher gesagt, gibt's dann um ca. 19 Uhr, denke ich mal, den Horror-Stream mit Jan. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt für Spiele oder so, haut die alle rein in die Kommentare. Außer Outlast. Wie gesagt, Outlast wollen wir nicht unbedingt spielen. Aber und Evil Within. Aber ansonsten könnt ihr alles reinkloppen. Wenn ihr irgendwelche richtigen Jumpscare-Horror-Schocker habt, haut die raus. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen entspannen. Wir werden jetzt den Vlog schneiden. Ich denke mal, das wird ein bisschen dauern noch. Und ja, dann sehen wir uns dann wahrscheinlich morgen im Stream. Also bis dann. Haut rein, ihr Räudigen.